Hi, hallo Leute. So, wir wollen uns mal kurz darum kümmern, wie Zahlensysteme funktionieren. Das brauchen wir für die Informatik. Und wir fangen erstmal mit den normalen Zahlensystemen an, die wir haben, die wir durchnehmen wollen. Wir kennen natürlich das dezimale System. Dann ist natürlich das hexadezimale System wird häufig benutzt. Da gehen wir kurz durch. Das irgendwie im Prinzip auf das Binäre, auf das Dualsystem aufbaut. Und ebenfalls das Oktalsystem, weil irgendwie das Oktalsystem in Programmiersprachen immer noch häufig verwendet wird. Wie wir damit schreiben, wie wir die umrechnen ineinander und was es eigentlich soll. So, dafür mache ich mal hier eine kleine Tafel an und fange einfach mal ein bisschen an zu schreiben. So. Normales Zahlensystem, sagen wir mal, wir haben irgendwie die Zahl irgendwie 3, 2, 1. Da würden wir irgendwie im Dezimalsystem, das sind die Einer, das sind die Zehner, das sind die Hunderter. Und wir sagen also hier, das ist 3 mal 100, also 300 plus 2 mal 10 plus 1. So, diese 1, 10, 100, das ist irgendwie im genau genommen, die Basis ist also das Dezimale oder das Zehnersystem. Zehner, das heißt, wir haben die Ziffern von 0 bis 9, das sind 10 Ziffern. Die 10, wie man sieht, ist nicht dabei, also 0 bis 9. So, das heißt, das hier ist 10 hoch 0, das ist 1, 10 hoch 1, das ist 10, 10 hoch 2, also 10 mal 10 sind 100 und so weiter geht das. Das heißt, das ist 0, also sozusagen an der Stelle 0, Stelle 1, Stelle 2 kann man das auch nennen. So. So, wie ist das jetzt, wenn wir dasselbe machen mit, sagen wir mal, mit Binärzahlen? Also ich lasse das hier mal stehen und ich schreibe das mal hier unten auf. Also wir haben das Binärsystem, da haben wir zum Beispiel irgendwie, das ist das Zweiersystem. Zweier. Und es hat die Zeichen 0 bis 1. Natürlich die 2 kommt nicht drin vor. Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine Zahl 1, 0, 1, 1. Dann wäre das hier 2 hoch 0, also das sind die 1er, 2 hoch 1, das sind die 2er, 2 hoch 2, das sind die 4er, 2 hoch 3, das sind die 8er. So, wenn wir diese Zahl haben, dann haben wir 8, also einmal 8, 8, 8 plus keinmal die 4, plus zweimal die, plus die, einmal die 2, plus 2, plus die 1. Das heißt, wir gucken das einfach an. Das wären dann 2, 8, das sind 11 in Dezimal. Ne? Dezimal. Das heißt, ihr könnt irgendwie so sehen, wie sich das aufbaut. Wie ihr seht, ist das genauso aufgebaut wie hier. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Stellen. Und jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, welche Stellen haben wir denn? Wir haben irgendwie sozusagen, wir haben irgendwie, die multiplizieren 1, 2, 4, 8 sind die ersten 4 Bit, 16, 32, 64 und 128 für die zweiten 4 Bit. 4 Bit zusammen ist immer ein Nibble. Und 8 Bit zusammen sind ein Byte. So, das heißt, wir können irgendwie in in einem Nibble können wir, wenn wir alles aufeinander setzen, also wenn wir hier alle überall 1 haben, also eine 1 plus 2 plus 4 plus 8, das heißt, da haben wir die Ziffern, also die Zahlen von 0 bis 15 können wir darstellen, ist klar, weil wenn wir einen mehr machen, dann sind wir hier bei 16. Also 0 bis 15, dann können wir praktisch also mit 8 Bit können wir, die nächste wäre 256, immer die Verdoppelung, ne? Das wäre sozusagen das 9. Bit, also das sind 8 Bit, das ist so Bit 0, Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so zählt man das, weil es eben 2 hoch 7 ist, 2 hoch 0,
0, Bit 0, Bit 1, Bit 2, Bit 3. Das sind insgesamt natürlich 8 Bit. So, das heißt, wir können die höchste Zahl bei 8 Bit können wir von 0 bis 255 laufen lassen. So, jetzt haben wir, das ist der nächste Schritt, das haben wir praktisch die Binärzahlen, aber es ist natürlich ziemlich nervig, wenn man jetzt irgendwie solche Zahlen irgendwie aufschreiben muss und das irgendwie so notieren, also praktisch immer in Vierergruppen die Sachen aufschreiben. Das ist natürlich eine die Zahlen, wenn sie größer werden, werden sie wahnsinnig lang, und deswegen macht man das etwas anders. Und zwar nimmt man das Hexadezimale, das System dafür. Hex. So, ich zeige nochmal irgendwie das Hexadezimalsystem. Kann man irgendwie auch hier nochmal auf Wikipedia schön nachgucken. Hexadezimalsystem, das besteht also aus 16, also von 0 bis 15. Das machen wir gleich nochmal auf der Dings hier. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Binärzahlen 0, 0, 0, 0. Das ist praktisch die 0. Dann haben wir hier die 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Das kann man auch mal schön sehen, wie hier die Addition läuft im Binären. Das ist irgendwie eigentlich eine super, super einfache Geschichte. Und das läuft so, das wären jetzt, also das wäre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt haben wir hier die 1, 0, 0, 0, die 1, 0, 0, 1, die 1, 0, 1, 0. So, da zählen wir es weiter. Das wäre also praktisch dezimal die 8. Das wäre die 9. Jetzt gehen uns die Buchstaben aus, also die Ziffern gehen uns aus. Wir haben ja 0, 0 bis 9 im 10er-System. Also setzen wir es fort mit A für 10 sozusagen, B, C, D, E und F. So, das heißt, wir haben jetzt diese Muster, um Hexadezimal, also um 16er-System darzustellen. Wir können das selber auch machen, indem wir sagen, oh, wir nehmen nur das Oktalsystem, also diesen Teil, den linken Teil. Dann hätten wir nur die Ziffern von 0 bis 7 und wir würden nur 3 Bit darstellen. Also die Sache ist die, dass früher die Computer nur 6 Bit hatten. Heute haben sie, ist das typische Byte 8 Bit lang. Aber ganz früher, also praktisch als die Informatiker, als die ersten Computer gebaut wurden, hatten die teilweise nur 6 oder teilweise nur 4-Bit oder sowas. Das kann durchaus passieren. Es gibt auch immer noch 4-Bit-Computer oder sowas. Und diese Oktalsysteme waren dann natürlich praktisch, weil also ein Byte oder eine Wortlänge dort waren 6-Bit, das heißt zwei Oktannummern. Und das wird dann auch in Programmiersprachen teilweise so weiter benutzt. So, wenn wir jetzt umrechnen wollen zwischen den einzelnen Zahlen, sagen wir mal, wir nehmen die 57, das hatten wir schon mal, die 57 Dezimal. Wie rechnet man das ins Binäre um? Also erstmal guckt man, ist das größer als 128? Nein. Es ist größer als 64? Nein. Das heißt, das ist, wenn wir jetzt 8, so, nein, nein, so. Der nächste ist 32. Es ist größer als 32. Also 32, also hier haben wir die Bits. 1, 2, 3, 3, 4. So, das heißt, wir haben hier das oberste Nibble, dann haben wir hier das untere Nibble. So, das heißt, wie 128? Nein. 64? Nein. 57, also die 32? Ja. Jetzt ziehen wir davon 32 ab. 32 abziehen von dem Kram. Und wir kommen raus bei 5, 2. Gut.
So, das heißt, ist es größer als ist 25 größer als 16? Ja. Das heißt, hier haben wir wieder eine 1. Dann zählen wir 16 davon ab. Das mache ich jetzt mal im Kopf. Das heißt, es bleibt übrig 16 sind 15, 14, wenn ich das richtig sehe. Und nee, 14, Quatsch. Alles falsch. Es bleibt natürlich 9 übrig. Minus 15 mal so 9 am nächsten. So, ist 9 größer als 8? Jo. Ziehen wir 8 ab, bleibt einer übrig. Ist es größer als 4? Nein. Ist es größer als 2? Nein. Ist es größer als 1? Ist genau 1. Das heißt, wir hätten jetzt diese 57 wäre also 11001. So, und da könnte man jetzt sagen, oh, was ist denn das Hexadezimal? 0x schreibt man für Hexadezimal. Das hier ist natürlich eine 3. Und das hier sieht man, ist eine 9. Also Hexadezimal 39. So, damit ich irgendwie sehe, dass ich jetzt mich jetzt nicht verrechnet habe, hole ich mir jetzt mal einen Taschenrechner. So, und da können wir es mal eingeben. 57. Wir setzen jetzt einfach mal auf binär. So, um das nochmal zu sehen. Das haben wir uns nicht verrechnet. Und auf Hex. 39 stimmt auch. So. Also hier habe ich jetzt den Taschenrechner KCalc genommen. Das ist jetzt hier Linux, was ich hier habe. Ich weiß nicht, was ihr auf Windows macht. Auf Android kann man natürlich, das habe ich euch empfohlen, den RealCalc benutzen. Das wäre dann, ich starte den mal, der würde dann so aussehen, zum Beispiel. Na, das ist der RealCalc. Ich habe das, glaube ich, auf unserem Server habe ich das gemacht. Und da kann man eben auch die verschiedenen Zahlensysteme einstellen. Das ist fürs Arbeiten ganz praktisch auf dem Computer, dass man das umrechnet. So, wir können das natürlich, das ganze Ding auch machen im, wie heißt es so schön, auf der, also bei der Programmierung. Das heißt, da rufen wir einfach mal eine kleine Shell auf, starten Lua Just in Time. Just in Time, das könnt ihr euch installieren auf eurem Rechner oder eben gleich Zero Brain. Und dann können wir sehen, dass das irgendwie auch dort geht. Also ich kann zum Beispiel sagen, print, und jetzt haben wir sagen, 57 habe ich gesagt, 0b, 11, was war das nochmal? 111001. 111001. Und jupp, das ist 57. Und wir können diese Zahl auch String-Format Prozent 02x Hexadezimal drücken. Ups. Ja, genau. Fehler. So, das heißt, da hätten wir dann Hexadezimal 39 Hexadezimal schreibt man mit einem X davor normalerweise. Binär, wie ihr seht, schreibt man mit einem 0b davor normalerweise bei der Programmierung. Es sei denn, dass es irgendwie eine andere Programmiersprache ist, dann wollen sie ein B am Ende haben oder so. Es kommt die Programmiersprache darauf an. Bei Lua zum Beispiel ist es 0b am Anfang oder 0x. Und jetzt haben wir eigentlich nur das Oktale. Das Oktale geht natürlich genauso. Da kann man sagen, wir schreiben das oder vor und sagen, wir wollen das Oktal haben. Und das ist jetzt 71. So, schön. 71 gucken wir nochmal nach, ob das, wie wir das ausrechnen können an der Tafel. So, Oktalsystem, irgendwie, das wäre praktisch anders aufgeteilt. Das ist hier aufgeteilt und da aufgeteilt. Ne? Immer Dreier. Das heißt, hier haben wir die 1 und hier ist es ganz klar die 7. Also, Oktal ist 71, 7, 7, das ist klar, ne? 7, das ist irgendwie fängt aber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist die höchste Zahl, deswegen ist es 0x, 71. So, 0, 0, 0 O, 71, 0, das steht hier immer, 0. So,
Das heißt, das war es eigentlich auch schon. Viertelstunde haben wir durch. Zahlensysteme, ich hoffe, ihr habt das begriffen. Besorgt euch einen vernünftigen Taschenrechner. Und also ich habe jetzt hier CKalk auf Linux, ist das kein Problem. Ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr irgendwo eine Shell habt auf eurem Rechner. Könnt ihr es so machen, auf Android RealCalc benutzen oder auf Android irgendwie, also beliebiges, gibt da irgendwie eine ganze Menge Programme, die dazu funktionieren. Und ich glaube, ich habe sogar auf der Webseite, ich habe auf der Red-Seite unter Anleitung dann auch zur Verfügung gestellt. Also ich werde hier, ist ja dieser Clip, der wird hier jetzt gleich auftauchen, gleich oben als Zahnsysteme, und dann habe ich hier unten bei den Android-Apps habe ich so ein paar Ads reingepackt. Da seht ihr irgendwie den RealCalc. Dann habt ihr hier zwei Lua-Programme auf dem hier, wenn ihr damit schon mal anfangen wollt. Dann gibt es GeoGebra, das ist praktisch irgendwie so ein Taschenrechner mit Grafikfunktionen auf Android und für Windows, Linux, für alles Mögliche. Das ist irgendwie halt auch so ein Programm, mit dem man dann arbeiten kann. GeoGebra ist praktisch auch so ein plattformunabhängiges Ding, danach kann man auch suchen und dann findet man das. GeoGebra, da ist er. GeoGebra. So, da sind dann alle möglichen, das ist irgendwie so ein Taschenrechnersystem für Schulen. Und wenn ihr noch mehr davon wollt, ist das Maxima und Android. Maxima ist dieses hier. Das geht sehr viel weiter darüber hinaus. Damit könnt ihr Formeln lösen und so weiter. Im Prinzip ist das ein Hausaufgaben machen für Mathe-Gerät. Allerdings muss man das lernen, umzugehen. Und wenn ihr das, wenn ihr damit umgehen könnt, dann könnt ihr eigentlich auch eure Mathe. Insofern nehme ich da nichts vorweg. Das ist ziemlich cool, das Ding. Ich habe das auf jeden Fall immer installiert. Das macht irgendwie aus eurem kleinen Handy im Prinzip eine Waffe. Das ist genug bis Ende Studium. So, das kann alles. Das kann alles, was es irgendwie mathematisch überhaupt da ist. Und was damit nicht geht, das könnt ihr dann direkt in Lua programmieren, wenn wir dann bei Lua sind. Aber ich wollte es einfach mal so zeigen, wie das in Programmiersprachen dann geht. Na? So, ich denke, dass ich hoffe, dass ich euch damit jetzt helfen konnte und das alles nochmal zu wiederholen. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß.